Alter! Wie sehr? Ich schon 200.000 Aufrufe nach 24 Stunden? Alter, crazy. Crazy. Doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand. Doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. So, Freunde, nein, Spaß. Herzlich willkommen, Freunde der Sonne, zu einem neuen YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal. Es ist soweit. Heute ist ein Tag, auf den freue ich mich sehr. Ich werde leiden, aber ich werde nicht alleine leiden, weil wir werden heute zum ersten Mal ein Video aufnehmen mit Arda. Für die Leute, die nicht wissen, wer Arda ist, ihr kriegt jetzt einen kleinen Ausschnitt von dem Mann, von dem ich spreche, der aussieht wie eine Betonwand. Und das meine ich so, wie es ist. Brr, du mach paar Shots tief down, drück die Brust durch. Motiviert, drück die Push-Ups, weil ich muss. Meiner Meinung nach der fitteste Influencer in Deutschland. Und wenn das noch nicht ist, wird das noch werden. Vielleicht viele kennen ihn auch von Perform All. Ist auch bei Delay Sports, Eli, Adam. Adam. Danke, mein Bruder Lan. Danke für die Worte. Diese Worte haben echt schön gesagt. Ah, du bist eine Maschine. Aber heute bin ich dran, weil ich habe es mir zur Aufgabe gemacht. Ich und Ada wollen gemeinsam trainieren. Wir haben noch nie gemeinsam trainiert. Ich glaube, ich bin auch relativ fit, auch wenn man es jetzt nicht sieht. Na! Wir werden heute zum ersten Mal gemeinsam ein Training aufnehmen bei meinem Personal Trainer. Ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, kommentiert und abonniert diesen Kanal. Wir sind kurz vor 1 Million, Freunde. Wir brauchen den goldenen Button. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir gehen... Ich muss ehrlich sagen, Chat, ich sag's jetzt einfach. Dieses Video war auch sehr wichtig für Willi. Finde ich. Dieses Video war auch sehr wichtig für Willi, damit die Leute, die denken, er chillt nur zu Hause und holt sich nur einen runter und ist nur am Zocken und keine Ahnung was, damit die ganzen anderen mal sehen, dass er... Versteht ihr, was ich meine? Damit auch die Hater mal ein bisschen ruhig sind. War das ein wichtiges Video für ihn? Meine Meinung. Ich weiß nicht, ob er auch so gedacht hat oder... Dings, aber ich finde so im Nachhinein ist das so schon ein wichtiges Video gewesen für ihn. Geht los. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ist ein bisschen am Rande, aber ist mir wichtig. Am 2.9. in Nürnberg haben wir eine Spendenaktion, einen Spendentag, wo ihr die Möglichkeit habt, alte Klamotten, die ihr nicht mehr trägt, die euch zu klein sind oder euch einfach nicht mehr gefallen, bei uns in Nürnberg im Laden abzugeben. Im Gegenzug könnt ihr ein Piece für 20 Euro in unserem Laden kaufen und das Geld, diese 20 Euro, werden am Ende auch gespendet. Das heißt, ihr spendet Klamotten und spendet Geld und bekommt was dafür, dass ihr Gutes getan habt. An alle, die hier in Nürnberg oder Umgebung kommen, kommt gerne vorbei. Ich freue mich. Das Ganze ist auch online verfügbar. Das heißt, ihr könnt in unseren Online-Shop an diesem Tag, am 2.9. für einen guten Zweck für Obdachlose und im Kinderheim Geld spenden, indem ihr jetzt zum Beispiel in den Shop geht, holt euch dann so oben in der Kategorie Spendentag ein Piece und das Geld, was eingenommen wird, wird gespendet. Genug gequatscht, danke für die Aufmerksamkeit. Wir werden jetzt Ada vom Bahnhof abholen, aber um hier mal ein bisschen Lockerheit reinzubekommen, weil das Ganze ein bisschen angespannt wird in den nächsten paar Minuten, die ihr euch in diesem Vlog anschaut, habe ich mir überlegt, DJ Bundy, yeah! Lass es mal knallen. You got the love, you got the love. Ich hab noch einen auf Lager, das passt vielleicht nicht. Ada sagt die Weisheit, ich will, dass meine Mutter sagt, sie hat einen Cyborg geboren, ich schwör's dir. Chat, ich hab das gestern sogar, ich schwör's euch. Ich habe eine Real-Life-Story mit Mama. Real-Life-Story mit Mama. Ich erzähle euch kurz. Chat, ich glaube jedes Mal, wenn Mama mich anruft und fragt, was ich gemacht habe und so, ich sag so, ja, dies und das, sie sagt so, jedes Mal das Gleiche. Sie sagt, ich sag erstmal auf Türkisch und dann übersetze ich auf Deutsch. Sie sagt so, Odum, Dikatet und so, Choki Apma, Aklim Hetzende, so, also, mein Junge, mach nicht zu viel, ich mach mir Sorgen und so, dies und das. Dann, ich sag immer so, an, mach dir keinen Kopf, so, mach dir keine Sorgen und so, alles cool, alles gut. Dann sage ich so, an, ich will, dass die Leute sagen, dass du einen Cyborg geboren hast. Sie sagt so, was? Ich so, Cyborg, Cyborg. Bokmu.
Sie sagt, Buck. Sie hat nicht verstanden. Bokmu heißt auf Türkisch Kacke. Sie sagt, was ist das? Bokmu? Ich dachte, egal. So, Freunde der Sonne, ich hab's euch gesagt, wir haben den fittesten Influencer, Athleten in Deutschland hierher gebracht nach Nürnberg. Erstmal vielen Dank, dass Ada gekommen ist. Wir sind jetzt hier und als nächstes sehen wir uns im Gym oder im Raum, wo wir trainieren. Ada, sag mal ehrlich, Performance, wie fühlst du dich? Jetzt fühle ich mich gut, ja. Ich bin gespannt, was der Kollege für mich ausgedacht hat. Ich habe so hohe Erwartungen. Es wird auf jeden Fall in Zukunft, wir haben mal drüber gesprochen, weil Ada ja so alles macht, will ja auch ein bisschen so in Ada seine Schiene mal schauen. Und wir haben gesagt, ich mache mit ihm Workouts, ich mache sein Workout. Und wir werden verschiedene Sachen machen, wo wir an unsere Grenzen gehen. Und ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen. Checkt Ada ab und das nächste Mal seht ihr ihn vielleicht kotzen in diesem Video. Jetzt wird die Kasse geschaufelt, Bretter kommt stramm an die Zähne enthauptet. Meine Damen und Herren, das ist das Dreiergespann. Wir drei sind heute die für die Show zuständig sind. Wir probieren euch den bestmöglichen Einblick zu gewähren. Stell dich ganz kurz vor. Hey, ich bin der Xim, bin 42. Ihr seid hier in Nürnberg bei mir in der Praxis. Xim-Therapie und Training. Bester Mann, ich schwör's euch, Chat. Ich hab diesen Mann in mein Herz geschlossen. Xim, bester Mann. Wirklich ein herzensguter Mann, ich schwör's euch, Chat. Ich hab ihn wirklich... Kennt ihr das? Chat, kennt ihr das? Wenn man so... Wenn ihr einer Person begegnet und ihr versteht euch auf Anhieb, so man ist voll auf einer Wellenlänge, checkt ihr das? So Sympathie ist Match direkt. Ich schwör's euch. Und der Mann ist eine Maschine. Er hat auch ein, zwei Sachen vor, darüber darf ich nicht reden. Ich würde es gerne sagen, damit ihr checkt, was für ein Level er ist. Aber ich darf es nicht sagen, weil sonst würde ich ihn Dings... Heute mache ich nicht Spaß. Ja. Habt ihr Kontakt? Ja, jetzt seid ihr mal. Ich habe gehört, als ob Simba RDU1 mitmacht. Aber ich mache nicht bei RDU1, sondern wir machen ein unglaubliches Workout. Und er trinkt jetzt auch rote Beete. Seit gestern schickt er mir Bilder. Willi hat jetzt auch angefangen, Chat. Willi hat jetzt auch angefangen. Ich hab's ihm gesagt, Bruder, trink. Jako, danke für den Sub im dritten. Das ist ein Mann, der weiß, was er macht. Mann vom Fach. Und ich und auch viele andere Fußballer schwören auf ihn. Deswegen, falls ihr mal irgendwelche Fragen habt, falls ihr irgendwie Tipps braucht, sind das die zwei Ansprechpartner. Ich bin nur der dumm ausschaut und so ein Quatsch. Deswegen nehmt mich nicht zu ernst. Das ganze Workout werden wir euch filmen. Wir probieren das Bestmögliche zu machen. Und es wird auch so eine Challenge. So, ich sag jetzt offiziell auf Englisch wieder. Ich musste reden auf Englisch jetzt. Hello everybody. My name is Arda Saci and I'm an athlete and sports creator from Germany. I was born in Berlin. My roots come from Turkey. And yes, my wishes, because I would say I bring Rote Beete juice to Germany and make it public to the German peoples and influencers and yes. I'm the ambassador from Rote Beete Saft and I wish I can get a sponsorship or something like that to give back my community something back. For Maximum Rabbit and maybe we can connect with DM or Rossmann to get Arda with Arda 70% on the cash. Challenge am Ende zwischen uns gehen, das wird ein Part 2 sein und die nächsten Aufgaben werden dann bei Arda auf dem Kanal kommen. Deswegen würde ich sagen, lass uns nicht lang quatschen, wir gehen Gas. Was macht die Schuhe jetzt kaputt? Ich passe nicht rein. Sicher, was hast du für Schuhgröße? 54 oder? Ja, okay, aber der ist brutal. Also, Bruder, das Ding ist, Wildschuh, Weltbekommenschuh. Ja, Ehrlich? Ja. Mein Bruder, was ist das jetzt, Film, Bruder? Oh, Digga, das Ding ist Gänsehaut. Das ist für mich. Zieh ich jetzt Pullover an. Bring ich den jetzt weg? Ja. Das ist super, das ist ehrlich? Ja, gut. Hab's gehört. Ich sag ja schon im Voraus, ich werde kacke neben den beiden ausschauen. Ich schwör's euch.
Ich weiß euch. Das ist zuerst mal so das Gefühl, dass ich so in dieser, wenn es so um Athletik geht, so ein bisschen das Gefühl habe, ich bin ein Underdog. Aber ich habe nichts zu verlieren. Ich kann nur beweisen und bestätigen. Und das Geile ist, man sieht ja immer so bei Ada, keine Ahnung, 50 Kilometer rennen, 100 Kilometer schwimmen, um 6 Uhr früh, okay. Aber für mich ist es jetzt auch zum ersten Mal so, ich trainiere ja zum ersten Mal mit ihm. Ich sehe das immer nur und kann das jetzt zum ersten Mal so greifen. Weißt du, was ich meine? Deswegen. Du bist was von auf dem Zug, wir machen uns ordentlich warm. Dann kommt die Bose-Challenge, das haben wir. Ey, Chat, soll ich sagen, was ich... Guck mal, das hat mich voll geehrt. Was heißt geehrt? Aber so, ich war voll überrascht. Xim ist ja voll so im Fußballbereich drin, so voll viele Profis von der ersten Bundesliga. Auch, er ist ja der Physio von Sadio Mané, glaube ich, hat mir Willi erzählt. Und er kennt ja die Bayern-Leute und... Also, er kennt eigentlich fast ganze Bundesliga gefühlt, so. Und nach dem Workout haben wir so geredet ein bisschen und er zeigt mir dann auf einmal die Chats, wie so Leute von Mainz oder Bremen und sowas, so Profi, irgendwelche Profi, ich kannte den Namen jetzt nicht, er hat mir auch nicht gesagt, wer das genau ist, aber die haben alle nachgefragt, die haben nach mir nachgefragt, ob ich wirklich so fit bin wie die Dings, weil die mich wohl alle verfolgen. Checkt ihr, was ich meine? Und dann dachte ich mir so, warum fragen die danach? Also, so Dings. Und dann sagt Xim so, Bro, die haben dich alle auf dem Schirm, jeder verfolgt dich heimlich. Ich so, krass. Willi meinte dann auch, er sagt so, Bro, denk nicht, dass es Dings ist, wenn die dir nicht folgen, glaub mir. Alle gucken dir zu und versuchen da irgendwas zu Dings. Dachte ich mir so, krass. Ich schwöre, hat mich übertrieben, so verwundert und so, aber auch voll gefreut, so, wisst ihr? War voll cool irgendwie. Das haben wir gemacht, das wird ganz geil. Da aktivieren wir uns, wir nehmen uns ganz frei aus und so die Challenge 1 zum Warmwerden. Anschließend treffen wir deinen Cousin Herkules und wir halten eine Kettlebell im Koffer und in der Position und auch das zu aktivieren, wird richtig geil sein. Okay. Dann müssen wir hoch auf die Platte und machen mit dem Airbike für 30 Sekunden maximale Wattanzahl, wohin wir einfach kommen. 30 Sekunden auf einmal oder? Also 30 Sekunden? Nee, du lagst die 30 Sekunden ein, dann ziehst du so einen Stoff, damit das Airbike die Zahl festhält. Ja, und dann schauen wir mal. Gehen wir aufs Maximum dann. Gehen wir kurz mal für 10 Sekunden aufs Maximum. Was hat der von der Pizza oder? Ja. Irgendwas, wir werden was finden am Ende. Wir werden was finden. Ja, und am Ende, Alter, wie die Überraschung für dich? Das hast du noch mal, Meister. 10 Navy Seals, 10 Swings. Und 5 Klimmzüge? 5 Klimmzüge, 10. Nein. You versus you. Nein. You versus you, Maudermeister ist tot. 10 Stück, ich bin bei 5 abgekackt. You versus you. Leg mal los. Aber Mama schon mal 3 Kübel. Und die trinken alle heimlich Rote Beete, hat er mir auch gesagt, Chat. Die trinken alle heimlich wegen mir Rote Beete-Saft. Ich denke mir dann immer so, Bruder, gib doch Crazy, ist doch nicht so schlimm. Ist doch nicht so schlimm. Warum sind die alle so zu stolz darauf, um zu sagen einfach Dings? Aber egal, ich check's auch. Ich verstehe auch warum, wisst ihr? Aber die trinken alle heimlich Rote Beete-Saft. Die trinken alle heimlich, hat er mir alles gesagt. Er hat die alle exposed mir heim gegenüber. Bin bereit, falls wir kotzen müssen. Falls wir kotzen müssen. Das da, dieses Maurermeister. Ihr versteht nicht, was das ist. Das ist ein eigenes Burnout-Kommando. Also ich schwör's dir, ich war das letzte Mal hier, ich stand an der Wand so. Bruder, ich bin hergekommen, 3 Stunden zu kotzen heute. Das habe ich auch gesagt, Chat. Das, was ich vorhin zu euch meinte. Wenn man will, kann man jeden auseinandernehmen in 20 Minuten. Ich habe zu denen am Anfang gesagt, das haben die jetzt nicht aufgenommen in der Kamera. Ich habe gesagt, egal was ihr vorhabt, egal was ihr machen wollt, egal wie lange, ich werde niemals aufgeben. Auch wenn ich den ganzen Raum vollkotze, ich werde nicht der sein, der aufgibt. Niemals. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Dieser Moment wird nicht stattfinden. Dieser Moment wird... Egal, was heute passiert. Ich habe gestern Intervalle gemacht, auch von Ada, ja.
die hat er mir geschickt per Instagram. Also egal, was heute passiert, ich habe seine Intervalle noch in den Oberschenkeln. Vorab. Aber waren gut? Super. Da haben sich zwei gefunden. Also super läuft das, super Radfahrer. Kann auch nicht schön gehen. Aber ich habe auch schon erst eine Geschichte, die wir hier ganz gerne machen, zum Warmmachen. Das heißt, Partner 1 steht auf der, auf dem Boso, Partner 2 wie die Ader von an. Das machen wir zum Entspannen aktivieren, die Hüfte frei zu machen. Die Hüfte nach unten, das macht es auch nicht anders. Und jetzt über Kreuz rüber. Eigene rote Betesaft wäre auch wild. Das wäre auch wild. Wie die Introduce zu dir? Das wäre wild. Achso, und dann gehen wir das Ziel raus. Unser Ziel ist es, uns gegenseitig runterzuziehen. So, dann machen wir mal kurz ein bisschen. Super Sinn Land, danke schön für deinen Prime, im dritten Bruder. Ja, wir machen, ihr müsst euch vorstellen, das ganze Video ist so ein bisschen aufgeteilt. Ihr habt ja so gerade ein bisschen das Aufwärmprogramm gesehen. Jetzt haben wir auch so die nächste Aufgabe-Challenge, wo ihr seht, hier haben wir so einen kleinen Zweikampf. Aber ich glaube, die größte Challenge, die werden wir ankündigen. Das hat jetzt alles noch ein bisschen was mit Spaß zu tun. Absolut, oder? Absolut. Warte, warte. Warte mal, 3, 2, 1. Und ja. Voll geile Übung. Hat mich Spaß gemacht. 7, 6. Keiner will. Keiner will. 1 und rüber, okay? Ohne schieben. Ah, komm her, will ich. Arda, was du auch nicht vergessen solltest, es gibt Leute, die dich sehen und die dich überholen wollen. Ich jage dich, ich bin ein bisschen sportlicher bin als du, du hast mein Wort. Ich warte auf jeden. Ich warte auf jeden, jeder ist halt eingeladen. Chance, sag mal, was ich mal machen will nächstes Jahr. Also wenn das möglich ist, natürlich, das ist immer so auch sponsorenbedingt und sowas. Aber was ich übertrieben Bock hätte, was über so ein richtiges Herzensangelegenheit wäre, so voll der große Meilenstein für mich, wenn man so ein Event irgendwie organisiert, wo wir alle zusammen irgendwie laufen gehen oder so. Und dann so die Einnahmen, die werden gespendet. So ein Spendenlauf. Dass ihr zum Beispiel irgendwas reinzahlt, was halt dann gesammelt wird, das wird dann gespendet und dann ist so ein cooles, ist das dann, wie ich mir das so vorstelle, Chat? Ich stelle mir das so vor, so irgendwie so ein Riesenplatz, da ist dann so DJ zum Beispiel, so coole Musik, da sind überall so Sachen von ESN, so Riegel, Shakes, so paar Theken so, wo man sich was nehmen kann, so versorgungsmäßig. Und dann treffen wir uns alle, machen uns alle zusammen warm und dann gehen wir zusammen laufen, quatschen so dies und das. Boah, das wäre mies geil, ja. Das wäre so geil, wow. Und das wird dann auch alles live gestreamt für die Leute, die halt vielleicht nicht geschafft haben zu kommen. Das wäre so wild. Dann ich würde alle dazu zwingen, alle Creator würde ich dazu zwingen mitzulaufen, ist mir egal. Alle würden kommen. Ich würde jeden schreiben.
Ja, und dann so alle zusammen wie Spartaner laufen. Boah, das wäre so wild. Das wäre richtig geil. Zwei. Die längste Bike noch. Mehr? Ja, jetzt! Zehn. Kampf. Sechs. Komm her! Nein! Mein Latt spüre ich jetzt schon. Ich bin wirklich fit, aber die sind übel. Er hat sehr schnell gelernt. Du hast diesen. Das ist als. Den als würdest du es an der Wand festmachen, kriegst du nicht weg. Wir waren Vitaweight. Warum? Weil Vitaweight auch zum Sport passt. Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung. Für Ada später. Rote Beete ist eine Überraschung. Ja, hast du ein bisschen? In das Körbchen hin? Genau. Achso, ja, diese Untertitel. Warte, ich muss kurz Untertitel weg. Untertitel aus. Mach den genau und lass es hier drin. Du machst jetzt das Gleiche. Das macht jetzt einfach nur das Gefühl. Das Gefühl davon kriegst. Den Arsch so halten oder lass es hängen? Lass es hängen, aber hol dir an. So kurz. Diese Seite zeigt immer. Genau, geht gar nicht an. Okay, also zeigt mich auch unten. Nein, nicht so. Okay. Jetzt beide Hände nehmen, den Transfer. Zwischen die Beine. Sehr gut. Okay, das sind jetzt 16 Kilo. Ja. Wir starten bei 20. 20, 24, 28, 32. Eine geile Aktivierung. Ich starte azyklisch. Das bedeutet, ich lege jetzt zweimal 20 Kilo hin und mache eine Treppe nach oben. Ja. Ich fange dann schon mal bei 24 an. So, hier euch. Wie schwer war das? 1 bis 10? Das war so eine. War schon eine gute 7. Also die einfachen, also 34 Kilo. Also es ging, glaube ich, die Steigerung war 20, 24, 28, 34. 34 war schon am Ende, weil es so Pyramidensystem war nicht ohne. Also schon ging sehr auf Core, so Bauchbereich, wisst ihr? Sehr geile Übung gewesen, wirklich. Sehr, sehr cool, auch für die Griffkraft und sowas. Okay. Oder machen wir das? Machen wir das auf die Wiederholung, das sind 30 Stück oder was? Ist 32, ja 32, sorry, 32. Halten, wir halten links, wir halten rechts, wir halten oben, das wird super anstrengend, aber es gibt eine richtig, richtig geile Muskeldichte. Du wirst nicht verausgabt sein und du hast eine schöne Prävention vor Verletzungen. Bei 32 wird schon. Du schwingst dann wie so hoch. Ja. Da war die linke Hand ein bisschen kleiner. Einfach, erster Durchgang ist einfach halten. Einfach halten? Einfach den Körper halten. Und das Ganze machen wir jetzt als Warm-up. Das macht den Körper richtig schön warm. Ich sage 20 Kilo ist noch okay. Und Switch zwischen Beinen und. Chat, der Lächler darf niemals fehlen. Damit ihr auch merkt, so ein bisschen links, auch süß. Das macht den Körper richtig schön warm. Ich sage 20 Kilo ist noch okay. Und Switch zwischen Beinen und Finger. Super Jungs, Brust raus und wechseln. Danach greift ihr direkt zu 20, okay, und einfach hoch und damit deine Brust raus. 32 ist das Hardcore. Und stell ab nach vorne und jetzt hol den Cousin nach oben. Jetzt wieder ein bisschen durchatmen. Das Gewicht ist gar nichts dagegen. Ja. Ja, ne? Das ist jetzt 12 Kilo, oder? Ja. Das ist so Erholung. Das ist jetzt Erholung. Ja. Das ist ganz wichtig, wenn ihr das daheim nachmacht, spannt den Hintern an, spannt die Beine an. Ihr könnt den Rumpf ja selten besser mit Gewicht trainieren. Klar gibt es ganz viele geile Übungen dazu, aber das ist schon Champions League. Und Schritt weit an. Alles gut bei euch? Ja, ja, ich bin fokussiert. Ich werde auch in diesem Video am wenigsten reden, weil ich am meisten zu tanken habe. Ja! Sorry, gegen die Tanz. Ich weiß, das ist geil. 32 Kilo sind Ficker. Ada Feedback. Also sehr geile Übung, ne? Ja, ne? Core, Bauchbereich, crazy. Total, ne?
Auch von der Steigerung super. Ja. Kann man auch zu Hause nachmachen, ne? Unbedingt zu Hause nachmachen, okay? Ja, genau. Also der Wettkampf, wie gesagt, schaut so aus, dass du halt das Gewicht nimmst, hochholst, zack, da rauspresst, hier rüberkommst und dann wieder hoch. Jetzt geht's weiter zu der Airbike Challenge. Da wollen wir einfach kurz mal den Puls hochschießen und schauen, was an maximaler Wattzahl möglich ist. Viel Spaß. Achtung, schneidet euch an. Also das Ding, wenn du es richtig mit 100% machst, dann brennt dir das alles weg. Und das, du schaltest irgendwann den Kopf ab und gerade einfach nur. Jetzt muss ich extrem taktisch arbeiten. Ein Durchgang, 10 Sekunden und dann all out, oder? Ja. Du entscheidest, was du machen willst. Morgen neues Videochat. Morgen kommt meine Dehnroutine online. Ich habe eine Dehnroutine aufgenommen, wie ich so meine Übungen, die ich immer mache, zum Nachmachen, auch mit Timer und sowas, kommt morgen online. Also falls ihr irgendwie eine Dehnroutine braucht oder nicht wisst, was ihr machen sollt oder sowas, könnt ihr euch das einfach anmachen und abends vom Fernseher oder nach dem Training oder sowas machen. Super Sache. Wenn du für dich sagst, du bist warm, hast Bock und Power, passiert das. So 10 Minuten dauert die Routine, 10, 12 Minuten. 15 Sekunden durchgehst, sofort stoppt und die Füße. Schau, ja? Wenn du jetzt stoppt, wird es hier die durchgehst. Hey, nur danke für dein Prime. Angezeigt. Okay, und machen wir mit Aufstehen, also beim Start dafür aufstehen. Du kannst machen, was du möchtest. Ah. Rückwärts, vorwärts, Handstand. Okay. Entscheidend für die Challenge ist, wenn du stoppst. Für jeden Tag, ja, könnt ihr jeden Tag machen. Weil du hast nämlich ganz oft, dass du auf dem Rad bist, dann steht da 1800, ja, du sollst auch stoppen, aber es wird nicht gewertet. Du musst es 1-2 Sekunden halten. Genau. Zwei gute Perspektiven. Frontkamera und Seitkamera. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Flo, danke für dein Verschenken, Bruder. Erste Runde. 1242, erste Runde. Hallo, Willi! Was ist denn Sette? Ich glaube, ich bin nicht raufgekommen, richtig, ja? Ich bin nicht raufgekommen, ne? Du bist nicht raufgekommen. Ach, du Scheiße. Ich probier's ja nachher mal. $8,960. Na, Alter, 1000? 1200, ja. Ich schwör's euch jetzt schon. Alter, 1000. Ich zeig euch mal, das ist das größte Problem. Alter, der Vollidiot hat 10 Klimmzüge gemacht. Mein Rekord ist bei 8 Runden, Maurermeister. 8 Runden, das ist in Ordnung. Aber jetzt, mal schauen. Also ich sag, jetzt kommt meiner Meinung nach der Main Part. Das davor war anstrengend, aber es war anstrengend in dem Sinne, du kannst es meistern. Jetzt kommt ein Part, der ist brutal fürs Kopf, also brutal für den Kopf, weil du musst deinen eigenen Schweinehund überwinden, du musst in den Tunnel kommen und immer irgendwie probieren, wieder neu anzufangen. Wie lange machen wir das? 20? Ja? Alle wollen 30, aber... Ja, vorhin gerade. Ja, erklärt gleich. Also, Willi hat es auch noch. Was du mehr? Ich habe nur 2 Sätze. Was ist das? 20. Willst du auch 20? Alle noch 20. Ich mache 16. Ada. Hey! Also, ich nehme Ada 4. Sind wir was? Nein, oder? Ja, gleich eigentlich. Yes! Wenn sich Leute beschweren darüber, dass sie zu wenig Gewicht haben und mehr wollen, dann wirst du als Trainer oder was auch immer, es wird richtig übel. Ja. Also, das Workout heißt der Maurermeister, aber heute hat es Ada zu You vs. You gemacht. Wir beginnen mit, wir haben eine Uhr laufen, okay? Die Uhr geht auf 20 Minuten und zählt runter. Wir haben immer den gleichen Zirkel. Wir beginnen mit 10 Navy Seals. Runter, Knie, runter, Knie, runter. Einer. Zwei, davon 10 Stück. Gehen dann vor an die Swings und auch davon 10 Stück. Das ist schon Swings genug. Die nächste ist mit Knie anziehen. Mit Knie anziehen.
Das ist schon schlimm genug, okay? Normalerweise hätten wir jetzt 5 Klimmzüge zum Entspannen. Kollege Anna, bitteschön. Aber wir müssen nicht wie, also damit denkst du, du musst nicht die 10 Klimmzüge am Stück machen. Also, du machst. Ich weiß, ich kann auch. Ja, genau, ich mache zum Beispiel 5, aber wenn ich hasse es, wenn ich dranhänge und runtergehe, ich will es lieber durchboxen und danach mache ich eine Pause. Ja, aber das ist dumm. Sagst du? Ja, natürlich, weil wenn einmal dein Muskel übersäuert, dieses Ding, dann ist es schwer, es rauszukriegen. Also ich versuche auch 10 am Anfang, aber ich mache sie nicht so sauber wie der Chef hier. Und ich schaue, dass ich so ein bisschen Chap-Crossfit-Dinger mache. Push, Knie, Push, Knie, Push. Also, ja, dann perfekt. Dann hoch, wieder runter. So, dass ihr das auf dem Schirm habt. Das letzte Mal, wo ich das gemacht habe mit Sim, habe ich 8 Mal geschafft. Ne? Bei 5 Klimmzügen. Bei 5 Klimmzügen. Das war schon brutal stark. Das war brutal, also es war für mich ein Burnout. Ich glaube, Ada ungefähr schaffen, was sagst du? Hast du 100%, also pass auf, wenn Ada bei dem Workout heute über 6 kommt, ist es krank, sag ich. Mit 10, über 6. Über 6 Runden. Also Ada würde 10 schaffen, bei 5 Klimmzügen bin ich mir ganz sicher. Ganz sicher und heute, also ich werde natürlich jagen, so hart ich kann. Und Willi ist dabei. 6 bis 7, das wäre schon spannend. Ich zeig nur kurz von der Wiederholung, nicht, dass am Ende heißt, irgendwie ich habe was falsch gemacht. Nein. Soll ich dir Klimmzüge soll ich auch zeigen? Ja, zeig mal kurz auf Klimmzüge. Konkurrenz Angst machen. Jetzt müssen wir kontern. Ab jetzt. Okay. Werdet ihr uns einfach nur pumpen sehen ab und zu, werdet ihr von mir garantiert Schreie hören und so, weil mich das motiviert. Ab jetzt heißt es genießen, zurücklehnen, guckt euch das an, wir werden powern. Powern, powern, powern. Powern. Let's go. Irgendeine geile Mucke, irgendwas Ami 50 oder irgendwas, was Elektro oder? Mir ist egal, Hauptsache irgendwas, was knallt. Mach Elektro. Ich habe einfach nie mitgezählt richtig. Ich habe immer geguckt, was die anderen gemacht haben. Dann habe ich einfach immer ein bisschen mehr gemacht, weil ich nicht wusste. Weil, sagen wir es Chat, guck mal, ich wusste nicht, wie das im Video dann aussieht. Checkt ihr, was ich meine? Ich dachte mir so, lieber mache ich 2, 3 mehr, als dann im Video irgendjemand dann Kommentare schreibt mit I, Arda hat bei Runde 7 nur 8 gemacht, zählt nicht. Checkt ihr, was ich meine? Deswegen habe ich immer einfach ein bisschen mehr gemacht. Um dann einfach auf Nummer sicher zu gehen, deswegen. Ich schwöre sogar, diese Klimmzüge ficken mich. Ich habe gerade 60 Klimmzüge schon hinter mir. Also mit Massephase und so. Aber Spaß ist alles. Bruder, erstmal. Ja, safe wäre bestimmt interessant, aber das ist gar nicht mein Film. Und zweitens, Bruder, ich trainiere nicht aus Spaß. Also dieser Spaßfaktor ist bei mir schon lange weg.
Also macht Spaß, aber das ist nicht mein Dings. Viele Sachen mache ich nicht aus Spaß. Es hört sich so an, als ob ich ein bisschen Dings einfach. Ganz kurz. Ich hab nicht gezählt, das war einfach einmal rein. Also. Okay, ich probier's zu übernehmen. Aber fick mich, jetzt klingt. Also sorry, aber. Also ich bin kurz die Luft weggeblieben. Also der Typ. Also kommt, schau mich an. Quatsch mich da draußen nicht voll. Ja, bla bla bla. Also wenn einer ficken kann und wenn einer aus Beton ist, dann dieser Mann. Und wenn einer das coachen kann, dann dieser Mann. Hut ab, also meinen größten Respekt von den beiden Jungs. Das habt ihr wahrscheinlich gar nicht so mitgekriegt, aber Ada. Sorry, dass ich sagen muss. Merkst du nicht. Aber wenn ich mit 42 Euro so bin, dann hab ich alles nicht gemacht mit dem. Ich werde das mal nächstes Mal, ich will mal diesen Parcours, werde ich mal machen, ohne Vorermüdung zu haben. Alpero, danke schön für deinen Sub. Weil ich war morgens auch schon laufen und hatte auch meinen Klimmzug und so schon gemacht. Ich würde mal gerne wissen, wie viele Runden ich schaffen würde, wenn ich wirklich gar keine Vorermüdung habe. Checkt ihr, was ich meine? Also wenn ich davor gar nichts gemacht habe, sondern ich mache nur das. Würde ich gerne mal wissen, was da rauskommen wird. Hat Bock gemacht? Sehr Bock gemacht, ja. Safe. Bruder, ich sag ehrlich, muss ich auch sagen, soll jetzt nicht auf Dings sein, irgendwie, weil wir jetzt zusammen trainiert haben oder so. Ich habe auch schon ein paar... Ja, aufwärmen und so natürlich davor. Aber ich meine keine Einheit davor. Checkt ihr, was ich meine? Also das ist so... Dings ist. Profifußball dann so mal zu trainiert, so ein bisschen. Und die hätten niemand so viel geschafft wie er. Also, erst wirklich, was ich mit meinen Augen gesehen habe, von den Profifußballern her der fitteste. So. Muss ich ehrlich sagen. Absolut. Also, mit denen ich 100%. Also, ohne auf Dings. Absolut. Also, ich kann jetzt bestätigen, das ist schon top, top, top. Bei Ada braucht man gar nicht reden. Das hat nichts mehr mit Zivilist zu tun. Nein, ich schwöre, das ist das Ekelhafte. Der Mann ist Profi. Und das, bei diesen Navy Seals hat er gar nicht mitgezählt, sondern der hat mich drüben gefragt: Hey, wie viele haben wir jetzt? Und ich war immer drei hinter ihm. Also der hat eigentlich 13 gemacht, während ich 10 hatte. So ab der Runde 3 war das wirklich so. Da hat er durchgezogen. Ich habe zu ihm noch gesagt, hey, pass auf, hau ab, du bist vor mir. Du bist zwei Runden vor mir. Unfassbar. Fazit? Ganz kurz, Adam hat... Ich hab 9 Runden, aber ich habe nur die Klimmzüge noch geschafft. Ich hab am Ende noch die 10 Klimmzüge, aber diese Navy Seals und Swing habe ich nicht mehr geschafft. Also in Summe, da steht zwar 9, aber genau, ich würde sagen, da er pro Runde immer 2 oder 3 mehr gemacht hat, es waren 10. Also, pass auf. Nein. Das ist der Ada-10er, ohne Witz. Ja, doch. Ich war daneben, das waren 10. Das waren 10. Wie hast du gemacht? 8, 9? Dreckige 9, weil die Klimmzüge waren überhaupt nicht sauber. Ich bin nicht stolz drauf, aber dreckige. Ich esse so zwischen 4 und 6.000 Kalorien. Zwischen 4 und 6.000 ist alles dabei. Da hätte ich hier noch eine halbe Stunde gebraucht. Also mein Kopf, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Irgendwann im späteren Verlauf, mein Kopf hat gedrückt, wo ich mich an den Klimmzügen hochziehen müssen. Oder ich sage jetzt alles, also das Schlimmste fand ich nächstes. Krank. Es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich schwör's dir, die Klimmzüge waren für mich Pausenzeit. Ja, ja. Weil das ist einfach so, bin ich einfach am stärksten, muss ich sagen, aber die Navies. Habe ich versucht gar nicht auf zum Beispiel deren Tempo, euer Tempo bei den Navies. Ihr habt immer so 3-4 schnell gemacht. Ja. Aber bei mir, ich habe immer gesagt, okay, ich bleib bei meinem runter, hoch, chillen, runter. Ja, hoch. Bei mir, ich hab's bei mir in 3er oder 2er Schritten. Ja. Ich mach 2, babab, kurze Pause, 2, babab oder in 3er. Aber ich kann die nicht auf 10 mal am Stück. Aber ich habe rüber bei dir einmal rüber geschaut, die Navy Seals gehen bei dir, batsch, batsch. Ja, das sind die Gewohnheiten. Ja. Also ich sage, das ist, wie gesagt, mach das mal ein paar Mal daheim nach. Aber Ada hat wirklich nicht Unrecht. Ich habe selber viele Profifußballer. Und Willi, das ist kein Scherz, wir reden hier immer noch von einem Fußballer. Da
Das ist garantiert einer der Top 5 Profis, was die Fitness da angeht, hundertprozentig. Und Leute, die mit mir arbeiten, wissen das. Das ist einfach so. Und Ada, also erstmal bin ich total stolz drauf, dass die beiden Jungs das hier abgezogen haben. Ada kommt aus Berlin, das ist auch eine Ehre. Danke, dass ich hier sein darf. Und das ist, Leute, ihr müsst euch immer vor Augen halten, was der Junge da ableistet. Das ist nur bewundernswert. Mit 25 Jahren so ein Mann. Vielen Dank für dein Prime. Unfassbar. Und das ist ja auch so eine Monotonie dahinter. Ich meine, es ist Laufen, es ist Radfahren, es ist Joggen, es sind Klimmzüge. Für viele wirkt es so stumpf, aber das ist so geisteskrank, diese Motivation zu haben, so stumpf Dinge abzuarbeiten, das ist die Basis. Freunde, also ich bin ehrlich, heute war ein Tag. Erstmal vielen, vielen Dank, dass Ada sich die Zeit genommen hat, extra nach Nürnberg zu fahren. Ist immer noch eine Strecke. Vielen, vielen, vielen Dank. Der das Ganze mit uns durchgezogen hat, der sich auch spontan Zeit genommen hat. Und jetzt ist es an der Frage, wenn es euch gefallen hat, ja? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir sind über jeden coolen Kommentar sind wir happy. Selbst wenn es so schlechter ist, ihr supportet damit auch. Lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal, wir sind kurz vor 1 Million. Checkt die Jungs ab, die haben es genommen. Chat, neues TikTok ist online, checkt's ab. Paul hat da wieder super Arbeit geleistet. Gerne rein. Dings. Kommentar lassen für den Algorithmus. Supersiniz, evet, super. Arda geldi, hoş geldiniz, hoş bulduk. Verdient sehe ich. Perform all, you versus you. Perform all auf die 1. Sim-Therapie, Profisport, Profi-Mann mit Profisportlern am Werk. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wie geht mein Outro? 1, 1, 2, 2, Mr. Nice. Nice guy, so high school musical American Pie. Super, ja, war super, super. War ein sehr, sehr cooles Video. Sehr, sehr cool. Doch bin mein Weg. War echt cool, hat sehr Spaß gemacht. Wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, Chat. Das war auf jeden Fall nicht das letzte Mal. Wir haben einiges vor. Ich habe auch schon mit Willi geredet und so. Also wir haben einiges vor. Werden coole Sachen kommen. Natürlich muss man auch immer Zeit haben, der Mann hat viel zu tun. Ich muss auch meine Sachen machen, wisst ihr. Aber immer wenn wir die Möglichkeit dazu haben, werden wir viele coole Videos machen.